Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch natürlich gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Sumpfmann-Skin im Shop. Dazu dann ja die vier neuen Stile oder relativ neuen Stile wurden ja, glaube ich, irgendwann diese Season oder letzte Season eingeführt. Auf jeden Fall haben wir einmal den Standard-Stil, dann den blauen Stil, den orangenen und den violetten. Dann haben wir als nächstes den heißer Draht-Skin, die Megawald-Spitzhacke. Dann haben wir den Limetta-Skin in Standard und in der Saft-Variante. Dazu die saure Schläger-Spitzhacken, auch in Standard und in Saft. Die super sauer Lackierung und die sauer Lackierung. Als nächstes haben wir den Traumblume-Skin, dann haben wir den Speer Volksmusikfest. War schon lange, glaube ich, nicht mehr im Shop drin. Dann den Baumspalter. Der Skin zu der Spitzhacke war schon, glaube ich, seit einer extrem langen Zeit nicht mehr drin, denn das ist aus einem Hachiwa-Set. Könnte eventuell sein, dass sie jetzt heute die Spitzhacke reinbringen und dann eben halt morgen den Skin oder erst den Gleiter dazu. Hatten wir ja, glaube ich, schon mal vor kürzerer Zeit, dass im Prinzip immer ein Tag dann das eine Teil des Sets reinkommt und so weiter. Sagen wir als nächstes den Oldschool-Emote. Und als letztes noch Pizza Party. Heute sind die NFL-Skins auch nicht mehr im Shop, das heißt nur noch der kleine Shop. Kommt einem jetzt immer for real richtig, richtig klein vor im Vergleich zum anderen Shop, wenn dann eben halt da noch ein ganzer zweiter Shop ist. Sind auch nicht ganz so nice Skins heute, aber morgen kommt ja ein Update und da sollten wir wieder neue Skins erwarten können. Und vielleicht kommt da ja der eine oder andere gut rein. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.